Jo, servus Leute, zum weiteren Erdroschen angeglotzt. Wir glotzen uns dieses Mal den Leo Plays an. Der Leo Plays ist ein Let's Player-Kollege, der seit geraumer Zeit auf YouTube unterwegs ist und der diverse Projekte am Laufen hat. Ja, wie soll es auch anders sein bei einem Let's Player? Gucken wir uns die Kanalinfo an. Der Leo Plays selber, ich habe ihn kennengelernt vor ein bis eineinhalb Jahren, schätze ich mal, ungefähr ist es schon her. Und ich glaube, der hatte mich abonniert gehabt und hat mich dann angeschrieben und so haben wir uns dann kennengelernt. Und über Leo Plays habe ich dann auch den Drake und so weiter kennengelernt. Und ist eine lustige kleine Online-Runde draus entstanden. Auf jeden Fall ziehe ich mir die Videos vom Leo Plays hin und wieder mal rein. Allerdings nicht alle. Was genau werde ich im Einzelnen noch erläutern und warum nicht und so weiter, komme ich später noch dazu. Jetzt schauen wir uns erstmal die Kanalinfo an. Der Leo Blaze hat momentan 149 Abonnenten. Und hier steht Beitritt am 27.05.2014. So, die Beschreibung. Hi, ich bin Leo. Schön, dass ihr euch auf meinem Kanal umschaut. Ich bin 17 Jahre alt und lade auf meinem Kanal seit dem 28.01.2015 regelmäßig Videos hoch. Ich bin ein großer Nintendo-Fan, daher könnt ihr die schönsten und besten Abenteuer der verschiedensten Nintendo-Reihen auf meinem Kanal erwarten. Außerdem nehme ich euch in meinen Viva Gameplays mit auf die Reise in die schönsten Fußballstadien, die Deutschland so zu bieten hat, und versuche euch in meinen Karrieremodus-Videos realistische Spielzusammenfassungen zu bieten. Uploadplan: Montag Viva 17 Stuttgart, Dienstag Gall United oder wie heißt es? Ja, ich gehe mal davon aus, ich bin kein großer Fußballfan, sage ich gleich, aber dazu kommen wir später noch. Mittwoch News über Mario Bros. Donnerstag Viva 17 The Journey, Freitag Let's Talk, Samstag Gall United und Sonntag Ruhetag. Fragezeichen ist doch unklar, alle Uploads um 19 Uhr, Abo-Meilenstein 100 Abonnenten am 7.2.2016. Der Leo Plays ist, wie man der Beschreibung entnehmen kann, 17 Jahre alt und es ist ziemlich ungewöhnlich, dass ich mir Let's Plays von extrem jüngeren YouTubern reinziehe. Ich habe da schon mal in dem ein oder anderen der Doschen angezockt eine Stellungnahme dazu abgegeben, dass ich mit den jüngeren Let's Playern, mit den jüngeren Videoerstellern, sage ich jetzt mal, so meine Problemchen habe. Wir liegen einfach nicht auf einer Wellenlänge. Das liegt einfach am Altersunterschied. Beim Leo Plays habe ich diese Probleme allerdings nicht. Der Leo Plays hat einen relativ erwachsenen, sauberen Kommentarstil, mit dem ich ziemlich gut klarkomme. Er ist klar verständlich und er benutzt nicht diese Coolio Kitty leck mich am Arsch Sprache, sag ich jetzt mal, wie es die Jungen heute machen. Na, er spricht einfach sauberes Deutsch. Gefällt mir. So, damit ihr euch ein Bild vom Leo Plays machen könnt. Nein, Moment, wir wollten uns erstmal, ich will mir erstmal die Playlist mit euch anschauen. Damit ihr seht, was euch hier so erwartet, zeigen wir mal hier sämtliche Elemente. Der Leo Plays Let's Blade, unter anderem Portal. Let's Talk ist eine eigene Runde, also eine eigene Reihe von ihm, wo er über alles Mögliche labert. News über Mario Bros, das ist der DS-Ableger. Mario Strikers Challenge Football. Und diverse Viva Games. Und ja, muss ich gestehen, gucke ich mir überhaupt nicht an. Weder Viva noch sonstiges Fußballgedöns. Es ist einfach nicht meins. Es ist nicht meine Welt. Es ist nicht mein Genre. Es macht mir auch keinen Spaß. Es gefällt mir einfach nicht. Und drum lasse ich diese Videos auch komplett aus. Aber ansonsten ziehe ich mir seine Videos gerne rein. Wie zum Beispiel die Mario Kart Parts. Hier Mario Kart Wii, Mario Kart DS. Habe ich mir alle reingezogen. Captain Toad's Treasure Tracker. Ein ends geniales Let's Play von unserem Leo Blaze. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Genauso natürlich Super Mario Maker. Zeitlang her ist, dieses Lego City Undercover, habe ich mir auch immer eine Zeit lang reingezogen. Dann habe ich mir dazu entschlossen, ich schaue es mir nicht weiter an, das Spiel gefällt mir. Ich möchte selber Let's Playen und dann als Blind-Projekt zocken.
kam ich nie dazu. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Hier Mario Kart 8 auf der Wii U. Und schon geht's hier wieder weiter mit Fußballgedöns. Jo, wie dem auch sei, um euch ein Bild zu machen vom Leo Blaze, blende ich euch am besten seinen Kanal-Trailer ein. Lass mal den Leo Blaze selber ein bisschen zu Wort kommen, dann könnt ihr euch schon mal den ersten Eindruck von seinem Kommentarstil und von seinem Sprachbild, sag ich jetzt mal, von seinem Klangbild machen. Viel Spaß damit! Herzlich willkommen zu meinem offiziellen Kanaltrailer aus dem Jahre 2016. Ich bin Leo, ich bin 16 Jahre alt und mache seit dem 28.01.2015 Let's Plays hier auf meinem Kanal Leo Plays. Auf meinem Kanal findet ihr verschiedene Projekte, zum Beispiel von Nintendo, zum Beispiel Super Mario oder Mario Kart habe ich bisher schon gespielt. Aber auch andere Projekte von Nintendo, wie zum Beispiel Lego City Undercover. Und ich spiele natürlich auch noch FIFA 16. Mit dem Projekt habe ich ja angefangen. Also mit FIFA habe ich ja angefangen 2015. Und ich bin natürlich auch gespannt, was alles in diesem Jahr passiert. Es wird natürlich auch neue Projekte geben im Jahr 2016. Aber dazu sage ich noch nichts. Das soll nämlich noch eine kleine Überraschung bleiben. Ich versuche meine Let's Plays mit Freude und mit Leidenschaft euch zu präsentieren. Und ich hoffe, es gelingt mir. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Trailer gefallen. Das ist natürlich so an die neuen Zuschauer gerichtet. Wir sehen uns dann in einem meiner Videos. Bis zum nächsten Mal. So, das war der Trailer vom Leo Plays. Da hat er die Kanalinfo noch einmal in Kürze wiedergegeben. Ganz interessant, was er da so von sich gibt, was er so zeigt. Gucken wir uns seinen akustischen Werdegang an, wie ich es halt immer mache. Das älteste Video, das ich auf seinem Kanal gefunden habe, ist Viva 15 Part 1 vom 28.01.2015. Aber ich glaube, es heißt FIFA und nicht Viva. Ich glaube, Viva war ja dieser beknackte Scheißsender. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Gucken wir uns mal das allererste Let's Play an, das auf dem Kanal vom Leo Blaze noch zur Verfügung steht. Ob ältere Let's Plays vorhanden waren, ob die gelöscht wurden oder nicht, kann ich leider nicht beantworten. Das hier ist auf jeden Fall das älteste Video, das noch zur Verfügung steht. Und da gucken wir mal rein. Viel Spaß damit! Willkommen zu meinem ersten Video auf dem Kanal Leo Plays. Ja, endlich hat das Warten ein Ende. Die Rückrunde 2015 geht los in der Fußball-Bundesliga. Und passend dazu werde ich ein Let's Play von FIFA 15 machen. Nämlich Matchday, so heißt hier diese Kategorie, wo ich mich gerade befinde. Und das bedeutet, dass man immer das nächste Spiel in der Bundesliga spielen kann. Wie jetzt zum Beispiel Hannover 96 gegen Schalke 04. Und legen wir doch einfach mal los. Der Kanal Leo Plays soll sich auf Let's Plays beziehen. Also Schwerpunkt auf Let's Plays. Und schauen wir nochmal kurz auf die Aufstellung. Da ich Hannover 96 Fan bin, spiele ich natürlich mit Hannover 96. So, im Tor Ron Robert Zieler, linke Verteidigung Mikko Albonos, Innenverteidigung Christian Schulz und Marcelo, Außenverteidigung rechts Sakai. So, Leo Blaze, kurze Frage. Stammt dieses Video noch aus einer Zeit, bevor du in den Stimmbruch kamst? Also ich will dich jetzt hier nicht verarschen oder so. Ich find's nur wahnsinnig witzig, die Stimme von damals zu hören. Es ist ja ein bisschen mehr wie 2 Jahre her. Und das Ganze zu vergleichen mit deiner aktuellen Stimme, das ist ja mega krass. Und es liegt definitiv nicht nur an der Hardware, an der verbesserten Hardware. Nee, ich würde mal spontan behaupten, da warst du noch nicht im Stimmbruch. Klasse, vergleichen wir das mal mit dem aktuellsten Video, Goal United Legends von 2017. Das ist gerade mal, ja, das ist von gestern, der Part ist von gestern.
Also hören wir uns mal den Unterschied an. Viel Spaß damit. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Go United Legends. Heute am Sonntag, den 5.3.2017. Ganz, ganz früh am Morgen, 12.51 Uhr. Und naja gut, es gibt heute sehr, sehr viel zu besprechen. Es hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Das muss man an der Stelle sagen, weil ich habe ja jetzt endlich mein Transfergebäude. Und mit den Transfers fangen wir auch gleich mal an, denn da hat sich ein bisschen was getan. Wir hatten ja im letzten Part auf einen neuen Spieler geboten, und zwar den guten Antonis Luka aus Griechenland. Und da habe ich tatsächlich den Zuschlag bekommen. Der Gute ist schon 25 Jahre alt, ist ein etwas älterer Verteidiger, hat dafür schon eine etwas höhere Erfahrung mit 32 und Zweikampf 35, das ist ja sein Main-Wert. Das ist eigentlich auch ganz gut, also so 30 bis 40 ist, glaube ich, immer so in diesem 2,0er Bereich oder 1,6 bis 2,0 Bereich. Deswegen mit dem bin ich ganz zufrieden. Der verstärkt auf jeden Fall schon mal die Verteidigung. Wir können uns das mal anschauen, der ist nervenstark. Und jetzt habe ich mir hier nebenan ein Fenster aufgemacht, und zwar geht es da um die ganzen Charaktere. Und zwar gibt es hier, naja, natürlich ein Pro und ein Contra. Also nicht bei jedem gibt es ein Contra, aber bei jedem gibt es ein Pro. Und wir gucken mal kurz bei nervenstark. Bonus in Auswärtsspielen, das heißt... So viel, viel, viel Fußball, bla bla und viel Statistik und viel Gedöns und viel Fachjargon, von dem ich absolut keine Ahnung habe. Aber den Unterschied der Stimmen, den finde ich hammermäßig hart. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Es liegt daran, dass ich die alten Let's Plays, die hier überwiegend also da geht es überwiegend um Fußball-Let's Plays, habe ich mir nie reingezogen, deshalb ist mir der Unterschied auch nie so aufgefallen, aber jetzt hier im direkten Vergleich, hardcore-mäßig, kann ich jetzt leider nichts dazu sagen, ob verbesserte Hardware in irgendeiner Art und Weise verwendet wurde, weil man hört es jetzt so direkt raus, es ist auf jeden Fall nicht dieselbe Stimme. Das ist aber klasse, Leo Blaze, ich will dich nicht verarschen, nimm das Ganze mit Humor. Es soll keine Disserei sein. Ich finde es einfach nur witzig. Nehmen wir das bitte nicht übel. So, das nächste Video, das wir uns anschauen vom Leo Blaze, ist der aktuellste Part von New Super Mario Bros. Ich glaube, ja, es müsste die DS-Version sein. Wir haben auch hier zwei Screens. Ein Spiel, das schon eher in meine Riege driftet. Ein Spiel, das ich selbst auch schon gespielt habe. Aber darum geht es gar nicht, es geht darum, dass das ist eher so mein Ding, das sind Let's Plays, die schaue ich mir vom Leo Blaze wahnsinnig gern an und möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Gucken wir uns das Ganze mal an, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Moin Moin Amigos, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play New Super Mario Bros. In der sechsten Welt. Wir machen jetzt Level Nummer 5. Für den letzten beiden Parts haben wir die ersten Zwischen-Castles geschafft gegen Bowser Jr. Und ich muss sagen, das war ziemlich einfach. Na okay, ja, der Kleine wird noch fieser, das verspreche ich euch. Aber auf jeden Fall gucken wir uns jetzt hier erstmal in der Wasserwelt um. Was haben wir denn hier? Erstmal einen schönen Pilz, das ist sehr nett. Mal schauen, ob wir meine Lieblingsfreunde, die guten Blooper, wieder treffen. Aber nein, wer bist du denn? Ein Stalkerfisch? Die verfolgen mich sogar. Das ist ja echt krass. Zum Glück ist das Ganze, glaube ich, auch kein Scrolling-Level. Nee. Und jetzt bei der... Ja, ja, genau. Jetzt bei der Starcoin rasten sie richtig aus. Da kommen gleich zwei. Wäre das eine Scrolling-Stelle gewesen, ich wäre geliefert gewesen. Da hätte ich eigentlich gleich die Starcoin vergessen können. So, erstmal die schönen Münzen einsammeln. Und was bekommen wir dafür? Eine Feuerblume. Ja, das macht ja unter Wasser sehr, sehr viel Sinn. Ja, das ist genauso wie SpongeBob, der unter Wasser ein Lagerfeuer entzünden kann. Alles klar. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn. Und weil das so viel Sinn macht, wird die Feuerblume mir gleich abgenommen. Aber wir bekommen ja zum Glück eine neue. Danke. So, das war ein kleiner Einblick ins Let's Play New Super Mario Bros. Part 15 von unserem Leo Plays. Ja, ansonsten sei noch gesagt, wer den Leo Plays nicht kennt, den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, also auf den Kanal vom Leo Plays gehen und Daumen nach oben dalassen, kommentieren, was der Geier, aber auf jeden Fall abonnieren, Leute. Der Leo Plays hat's verdient, ist einer, ja, einer der Guten.
aber es sind ja eigentlich alle, die ich vorstelle in dieser Reihe. Die schlechten, die ich nicht anschaue, werden natürlich auch nicht vorgestellt. Ist ja auch ganz logisch. Jo, ich hoffe, euch hat das kleine Dadoschen angeglotzt gefallen. Ich finde es ja immer wieder witzig, ich finde es ja immer wieder schön da, diese Vergleiche und so weiter. Jetzt aber hier gerade beim Leo Plays ist es schon massiv aufgefallen, wie sich eine Stimme im Laufe der Jahre verändern kann. Gerade vom, naja, er ist 17, da war er 15, also gerade in der Pubertät, wie sich da so eine Stimme verändert. Fällt einem als Erwachsener überhaupt nicht auf, meine Stimme, die hört sich schon seit Jahren gleich an. Das Einzige, was sich bei mir verändert hat auf dem Kanal, das ist die Hardware-Qualität und der Kommentarstil, aber die Stimme ist immer dieselbe. Beim Leo Blaze fällt sowas schon eher ins Gewicht, aber das liegt halt, es ist halt einfach altersbedingt. So ist es halt mit jüngeren Let's Playern. Trotzdem hat auch er eine Chance verdient und ich wünsche noch viel, viel Erfolg und auch noch viel Spaß hier auf YouTube. Jo. Allen anderen da draußen, wie gesagt, auf den Kanal vom Leo Blaze gehen. Abonnieren, Leute, abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Und ich sag, Servusle, bis zum nächsten Mal. Eier Doschten.